Charlie, wenn du jetzt nicht aus der Wanne rauskommst, dann kannst du dir das Vorlesen gleich beim Einschlafen knicken. Charlie, wenn du jetzt nicht einschläfst, dann gibt's morgen kein Fernsehen. Charlie, wenn du jetzt nicht mal mitkommst, dann gehe ich alleine nach Hause. Ah, das sind so klassische Bestrafungen, ne? Kennen wir alle, oder? Die Belohnung. Charlie, wenn du jetzt mitkommst, dann gehen wir auf dem Weg noch zum Bäcker. Charlie, wenn du jetzt mithilfst, den Tisch abzuräumen, dann kannst du gleich noch Fernsehen gucken. Yay! Klassische Belohnung, ne? Kennen wir auch alle. Wir wissen, dass sich vor allen Dingen die Bestrafungen richtig scheiße anfühlen, sowohl fürs Kind als auch in unserem Herzen. Und auch die Belohnungen sind vielleicht in dem Moment was Geiles, nur langfristig braucht es immer mehr Unzufriedenheit, die Verbindung geht flöten. Und es geht ohne Belohnung und Bestrafung in die Kooperation, in die Gemeinschaft zu kommen, nämlich durch Freiwilligkeit, durch gesehen und gehört werden. Und das dürfen wir lernen, weil wir haben es selber alle nie erfahren. Doch der Charlie, der darf ohne Belohnung und Bestrafung aufwachsen. Das hat er sich verdient, das haben alle Menschen verdient. Und da habe ich dir ein Workbook entwickelt für ganze 0 Euro, wie du auf Belohnung und Bestrafung verzichten kannst für wertschätzende Kommunikation mit deinem Kind. Und es besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil klären wir erstmal auf, warum macht denn überhaupt Sinn, auf Belohnung und Bestrafung zu verzichten. Also Bestrafung verstehe ich ja vielleicht noch, aber Belohnung, warum ist das jetzt irgendwie sinnlos? Aha, das siehst du hier drin, das habe ich dir aufgelistet. Und dann gibt es zum Thema, wie ich auf Lügen reagiere, wie ich auf Wenn-Dann-Sätze, also ohne Wenn-Dann-Sätze formuliere und wie ich wertschätzend kommuniziere, statt zu loben. Gibt es Beispiele immer mit einem Merksatz und Formulierungshilfen. Warte mal, wo sind jetzt hier meine? Hier, so sehen die dann aus, ja? Mit Formulierungshilfen, dass du eine Idee hast, wie das dann auch wirklich formuliert werden kann. Und in Teil 2 gibt es dann Übungen für jeden Bereich, damit du auch schon mal ein bisschen in die Umsetzung kommst, weil nur Lesen, da passiert jetzt hier vielleicht eine Hälfte, aber nicht alles. Und es ist eine Herausforderung, auf Belohnung, Bestrafung zu verzichten, weil die meisten von uns damit groß geworden sind. Und wir wissen im tiefsten Innern alle, dass das nicht so geil ist und Belohnung, Bestrafung, da geht einfach die Verbindung flöten und wir brauchen es nicht, um ins Miteinander zu kommen. Das heißt, du gehst auf die Webpage, auf jetzt herunterladen, dann gibst du im besten Fall eine Gmail-Adresse ein, damit die Mail auch wirklich zu 100% bei dir landet. Und dann kriegst du nämlich eine Mail mit einem Bestätigungslink, da klickst du drauf und bestätigst und dann hast du da das Workbook schon zum Downloaden Teil 1, du kriegst auch nochmal eine Mail mit dem Workbook, wo es drin ist und 2 Tage später kommt dann Teil 2 mit den Übungen und dann bist du schon mal voll drin im Prozess. Ich freue mich auf dich und würde sagen, lasst uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Ciao. Tschüss.